Abwehrspieler Tono García vom spanischen Erstligisten UD Levante ist am Freitag überraschend festgenommen worden. Dies bestätigte der Club aus Valencia, der keine weiteren Informationen preisgab. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratismonat. Der 29-Jährige soll nach übereinstimmenden Medienberichten aber einer kriminellen Vereinigung angehören, die sich unter anderem der Erpressung schuldig gemacht hat. Tono seit 2014 bei Levante ebenso wie der Stammspieler von Levante wurden im Rahmen der Ermittlungen weitere 6 tatverdächtige Personen von der Polizei festgenommen. In der laufenden La Liga-Saison hatte Tono bisher 17 Spiele für Levante absolviert, dabei gelangen ihm 2 Tore und 2 Assists. Punkt. Der Linksfuß war 2014 von Recreativo Huelva nach Levante gewechselt.